feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich grüße ich Sie heute zum ersten Sonntag nach dem Osterfest. Er trägt den Namen Quasi-Modogenity und das bedeutet wie die neugeborenen Kinder. Ich freue mich, nach so kurzer Zeit wieder hier zu sein. Ich durfte ja schon während der Mose-Ausstellung mit Ihrem Pfarrer Johannes Schleuning Gottesdienst feiern und heute darf ich ihn vertreten. Und so bin ich wieder da. Mein Name ist Helga Göggelmann, ich komme aus Kleinhebbach. Ja, quasi Modogenity, wie die neugeborenen Kinder. In der alten Kirche legten an diesem Tag alle, die in der Osternacht getauft wurden, ihre weißen Taufkleider ab und zogen ihre Alltagskleider wieder an. Zurück in den Alltag, aber mit neuem Leben. Und für manche von uns gilt das ja vielleicht auch morgen, wenn die Schule wieder beginnt. Wir aber gehen in unseren Alltag mit dem Licht und im Licht der Auferstehung. Der Wochenspruch steht im 1. Petrusbrief und heißt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Sonne geht auf, wir singen von dem Lied unter der Nummer 550 die 4 Strophen.
Wir beten miteinander mit Worten aus Psalm 116 unter der Nummer 746. Wir sprechen im Wechsel. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Entschuldigung bitte, dann fangen wir nochmal an. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet. Ich werde wandeln vor dem Herrn. Wie soll ich dem Herrn vergelten? Ich will den Kelch des Heils nehmen. Dir will ich Dank opfern. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen. In den Vorhöfen am Hause des Herrn. Lieber himmlischer Vater, du hast deinen Sohn von den Toten auferweckt und dadurch auch uns ein neues Leben und neue Hoffnung geschenkt. Alles, was wir heute aus dieser Osterwoche mitbringen, mach hell durch das Licht der Auferstehung. Wir bringen vor dich unseren Dank, unsere Freude an dem neuen Leben, das uns täglich in der Natur begegnet. Wir bringen vor dich unser Gelingen der großen und kleinen Aufgaben im Alltag. Und wir legen vor dir ab unsere unruhigen Gedanken, unseren Kleinmut, unsere Sorgen und unsere Ängste. In deiner Gegenwart lassen wir los und richten unsere Sinne auf dich und dein Wort. Rede du und berühre unser Herz. Und in der Stille bringen wir dir, was uns auf dem Herzen liegt. Und darum kommen wir zu dir. Amen. Bitte nehmen Sie Platz, wir hören die Schriftlesung. Die heutige Schriftlesung steht im 1. Petrus 1. Lebendige Hoffnung. Gott, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einem lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt, werde und zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung,
auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutet wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesu Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir singen nun das Lied Auf mein Herz mit Freud, Nummer 112. Liebe Gemeinde, vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert. Ich habe es schon zu Beginn gesagt. Die neue Osterkerze ist angezündet. Die Osterchoräle klingen auch heute wieder auf. Wir verkünden, der Tod hat verloren. Das Leben ist stärker. Gottes Liebe siegt.
Wir feiern Auferstehung, loben Gott und protestieren als Christinnen und Christen gegen den Tod. Und das oft gegen allen Augenschein von der Realität in dieser Welt. Wenn da ab und zu der Atem des Gottvertrauens stockt, wenn da ab und zu leise Zweifel uns beschleichen, dürfen wir uns heute in prominenter biblischer Gesellschaft wissen. Und wir dürfen uns trösten lassen. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das war noch nie leicht, nicht einmal in den ersten Tagen nach Jesu Auferstehung. Wir hören aus dem Johannesevangelium, wie es den Jüngern Jesu damit ging und vor allem dem Thomas. Ich lese Johannes 20, 19 bis 20 und 24 bis 29. Am Abend des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Herr, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Eine Woche nach Ostern 2024. Stellen wir doch uns einmal vor, wir könnten diesem Jünger Thomas heute einmal einen offenen Brief schreiben. Der könnte etwa so lauten: Lieber Thomas, als ungläubig bist du in die Geschichte des Christentums eingegangen. Nicht sehen und doch glauben, das hört sich an, wie wenn es eine Mahnung an dich gewesen ist. Fast so, als wäre der auferstandene Herr etwas verschnupft über deinen Wunsch, ihn zu sehen und seine Wundmale zu berühren. Ja, du bist zu einem geflügelten Wort geworden, der ungläubige Thomas. Aber ich glaube, das hast du nicht verdient.
Es ist doch nichts Verwerfliches, wenn du den auferstandenen Jesus mit eigenen Augen sehen wolltest. Du wolltest dir selber ein Bild machen. Du wolltest den Dingen auf den Grund gehen. Du wolltest nachhaken und nicht blind den Aussagen der anderen vertrauen. Denn es sollte deine Auferstehungsfreude sein, die du in dir spürst, nicht die der anderen Augenzeugen. Ich kann dich verstehen, Thomas. Du bist ein kritischer Mensch, du bist gründlich und du brauchst etwas Prüfbares. Nicht umsonst bist du später als der Schutzherr der Präzisionsberufe dargestellt worden, mit einem Winkelmaß. Im Bau muss man sich auf physikalische Gesetze verlassen. Da reichen keine bloßen Vermutungen. Dein Name Thomas bedeutet Zwilling. Man weiß nicht, ob du tatsächlich einen Zwilling hast, aber vielleicht bist du der Zwilling für alle, die es genau wissen wollen. Keiner muss sich seiner Fragen schämen oder diese Fragen verdrängen. Wer fragt, wer zweifelt und um Antworten ringt, der oder die ist doch an einer Sache, an einer Person wirklich interessiert. Ja, es kann heilsam sein, seine Zweifel offen auszusprechen. Und es ist gut, wenn Vertrauen zögernd und tastend zu gewinnen ist. Aus deinem Mund, Thomas, hätte der Satz stammen können: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und deshalb danke, Thomas, für deine Ehrlichkeit. Danke für dein Ringen. Danke für deine Sehnsucht, glauben zu wollen und doch es zumindest zuvorerst nicht zu können. Deine Glaubensgeschwister. So oder so ähnlich könnte sich der Brief anhören oder auch der innere Dialog mit Thomas. Wie gut ist es, dass Johannes die Begegnung von Thomas mit dem auferstandenen Jesus in seinem Evangelium erzählt. Sie ist so tröstlich und sie ist noch etwas vorbildlich. Wir erfahren hier etwas vom Umgang der Jünger untereinander. Die anderen Freunde, die Jesus schon gesehen haben, seinen Friedensgruß gehört haben, sie reden nicht auf Thomas ein. Sie bedrängen ihn auch nicht und sie weisen ihn nicht zurecht. Sie grenzen ihn nicht aus. Sie halten seine Fragen und seine Skepsis aus. In dieser Gemeinschaft wird ausdrücklich offen gerungen und laut gezweifelt. Und das darf sein. Und auf der anderen Seite Thomas. Als die anderen freudestrahlend erzählen von ihrer Begegnung mit Jesus, kanzelt er sie nicht ab als Spinner oder Träumer. Nein, er bleibt. Ja, er bleibt dran. Bleiben doch auch wir dran. Bleiben doch auch wir dabei. Auch dann, wenn andere meine Person oder meine Art und Weise nach Gott zu fragen und zu glauben schwer aushalten und so mittragen müssen. Bleiben wir dran und dabei, auch dann, wenn wir nicht sofort Antworten finden, wenn manches schwer verdaulich ist und wenn ich mich in meiner Stimmungslage nicht verstanden fühle. Bleiben wir dran, trotz allem Warten, trotz allem Ringen, und zwar,
weil der Glaube zu meinem Leben gehört. Und womöglich erfahren wir da ein Wunder, denn das kann der Glaube bereithalten. Thomas hat auch gewartet, gerungen und ausgehalten. Und vielleicht war es eine der schwersten Wochen seines Lebens. Die liegt jetzt hinter ihm. Und dann kommt Jesus zum zweiten Mal. Genau eine Woche nach dem Auferstehungstag. Und diesmal ist Thomas mitten unter den Jüngern. Jesus sagt ihm kein Wort des Vorwurfs. Kein: Wo bist du denn eigentlich gewesen, Thomas? Auch nicht: Warum hast du den anderen nicht geglaubt? Sie haben es dir doch gesagt. Nichts dergleichen, sagt Jesus. Er sagt: Friede sei mit euch. Das sagt er zu allen im Raum. Und dann geht Jesus auf Petrus zu, spricht ihn mit Namen an. Thomas, du wolltest mich berühren. Bitte, hier sind meine Hände, hier ist meine Seite. Du kannst deinen Finger in meine Wunde legen. Ich bin es wirklich. Der Auferstandene holt Jesus da ab, wo er gerade steht, und er geht auf seine Bedürfnisse ein. Es gibt heute an einigen Orten Gottesdienste, die Thomasmesse heißen, und sie heißen nach dem Jünger Thomas. Sie werden gefeiert, um tatsächlich hören und fühlen zu können, wie es Thomas erwartet hat. Er musste sehen, er musste fühlen, er musste hören, damit er glauben kann. Und in diesen Gottesdiensten kann man eben Glauben fühlend erleben. Es gibt verschiedene Stationen. An manchen kann man eine Kerze anzünden und beten. An manchen kann man sich die Hände auflegen lassen und ein Segenswort zusprechen lassen. Und an manchen kann man sich salben lassen mit Öl. Die Taufe und das Abendmahl sind in unserer Kirche des Wortes sicht- und spürbare Zeichen des Glaubens. Thomas, du willst mich berühren. Hier sind meine Hände. Du kannst deinen Finger in meine Wunde legen. Und diese Geste ist in unsere Sprache als Redewendung eingegangen. Aber hier bei Jesus geschieht es nicht, um zu bohren und den Schmerz noch zu vertiefen. Hier geht es um ein Begreifen im doppelten Sinn. Jesus ist da, tief verletzt, von tödlichen Wunden gezeichnet. Und diese Wunden, die alles Wunde dieser Welt vereinen, Wunden, die Jesus bis heute schmerzen, wenn er die Welt sieht. Das sind Verluste, das sind Einschnitte, das sind Verletzungen, die ich erlitten habe, und da ist alles Leid, das ich anderen zugefügt habe, wissentlich oder unwissentlich und vielleicht sogar ahnungslos. Ja, da sind die Wunden in dieser Welt, in einer Welt, in der sich Menschen bekriegen, beleidigen, mundtot machen und. Thomas darf diese sichtbaren Wundmale Jesu berühren, und er begreift: Gott verbindet sich mit uns, auch mit unserem Schmerz. Er leidet mit. Der auferstandene Herr gaukelt uns keine heile Welt vor. Nein, hier ist das Leben, wie es wirklich ist: verletzlich, ungerecht und manches Mal zum Heulen.
Und der auferstandene Jesus trägt die Wunden der Welt hinein ins neue Leben. Diese Wunden sind aufgehoben bei ihm. Das Leben, die Liebe Gottes siegt. Und das ist das überwältigende Wunder. Das ist der Trost. Das ist das Geheimnis. Das ist der Friede, der unseren Verstand übersteigt. Das ist der Friede, der uns umhüllt und uns Vertrauen lehrt, wenn wir dranbleiben. Ja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Wir singen vom Lied unter der Nummer 100 die 5 Strophen. Wir wollen Fürbitte miteinander halten und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Nach den Worten "Wir rufen" lade ich Sie ein, das Kyrie Eleison mitzusingen. Lasst uns beten für alle, die vor verschlossenen Türen stehen,
die anklopfen, weil sie Hilfe suchen und Hilfe brauchen. Wir rufen. Lasset uns beten für alle, die in Schwierigkeiten sind und die Schwierigkeiten mit dem Glauben haben, weil ihnen eine bittere Erfahrung die Tür zu Gott versperrt hat. Und wir beten für alle, die dennoch nicht aufhören, nach Gott zu fragen. Wir rufen. Lasst uns beten für alle, die sich hinter verschlossenen Türen verbergen, aus Angst oder aus Misstrauen und die sich deshalb abkapseln. Wir rufen. Erhöre uns. Lasst uns beten für Kranke, Verzweifelte und für Trauernde, dass sie neue Hoffnung und Zuversicht finden und ihnen wieder eine Tür zum Leben geöffnet wird. Wir rufen. Lasst uns beten für unsere Kirchen, dass wir unsere Türen offen halten für Menschen, die eine geistliche und eine menschliche Heimat suchen und die mit ihren Gedanken, Worten und Taten die Gemeinde beleben. Wir rufen. Jesus Christus, komm du uns immer neu entgegen, wenn wir zweifeln. Berühre uns an Leib und Seele, dass wir dich als den Auferstandenen erkennen. Wir vertrauen uns und diese Welt dir an und beten mit deinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, aus dem neuen Liederbuch singen wir das Lied unter der Nummer 68, die Strophen 1 bis 3. Thank you.
Wir kommen zu den heutigen Abkündigungen. Vielen Dank an alle, die sich am Gottesdienst beteiligt haben, vor allem an Frau Göckelmann, die den heutigen Gottesdienst kurzfristig übernommen hat. Das Opfer heute ist für die Arbeit in unserer eigenen Gemeinde bestimmt. Mittwoch, der 10. April, findet um 15.30 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus statt. Um 20 Uhr ist Chorprobe, total vokal, auch im Gemeindehaus. Samstag, der 13. April und Montag, der 15. April, findet um 9.30 Uhr Kirchenputzen hier statt. Dazu erzähle ich gleich noch mehr. Sonntag, der 14. April, findet um 11 Uhr Gottesdienst im Zelt des OGV Schneids zum Blütenfest unter Mitwirkung des Posaunenchors und mit Leitung des Herrn Schleunings Gottesdienst statt. Kinderkirche und Mini-Kinderkirche finden parallel statt und auch beginnen auch um 11 Uhr. Dann zum Kirchenputzen. Einmal im Jahr soll unsere Kirche auf Hochglanz gebracht werden. Dazu brauchen unsere Mesner, Helferinnen und Helfer, die etwas Zeit und Lust am Putzen mitbringen, um ihn zu unterstützen. In diesem Jahr soll der Kirchenputz an den zwei obrigen Terminen, also am 13. April und am 15. April, stattfinden. Bitte melden Sie sich bei Herrn Kienle im Vorfeld oder kommen Sie jeweils an dem Vormittag einfach vorbei in die Wendelinskirche. Vielen Dank. Gottesdienst am Wanderweg nach Bach. Am Sonntag, den 14. April um 11 Uhr, feiern wir unseren Gottesdienst im Rahmen des Blütenfests im Zelt des Obst- und Gartenbauvereins. Der Posaunenchor wird uns musikalisch begleiten. Die Kinder sind zur Mini-Kinderkirche und Kinderkirche eingeladen. Wir beginnen gemeinsam im Zelt am Wanderweg. Die Kinder gehen später mit den Mitarbeitern zum neuen Schiff Schneid Atlantis. Sie sind dabei herzlich eingeladen. Und dann noch Einladung nach Strümpfebach zum Filmabend für ganz kurzfristig Entschlossene, denn er findet nämlich heute Abend um 19 Uhr schon statt. Bewegte Bilder in bewegten Zeiten, Thema, was passiert mit unserer Verpackungsmüll? An Plastikmüll wird gut verdient. Der Film zeigt auf, dass das, was uns über Recycling von Kunststoff erzählt wird, eine Lüge ist. Was passiert wirklich? Filmabend im evangelischen Gemeindehaus in Strümpfebach. Eintritt ist frei. Im Anschluss an den Film besteht die Möglichkeit, miteinander noch zu sprechen. So, jetzt wird noch einmal gesungen, oder? Einmal noch gesungen? Ja, genau. Wir singen jetzt noch einmal das Lied. Er ist erstanden, Halleluja, die Nummer 116. In diesen Sonntag und in die neue Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.